Müll. Müll. Behalten. Müll. Müll. Das brauche ich nicht mehr. Das hier ist alles, was Sir Ulric hatte. Offensichtlich hat die Besänftigungslösung mit ihm begonnen und auch geendet. Lasst mich das sehen. Die Göttliche hat die Idee abgelehnt. Meredith hat die Idee abgelehnt. Das hatte ich nicht erwartet. Ich sollte vielleicht versuchen, mit der obersten Klerikerin zu sprechen. Möglicherweise ist sie ja doch vernünftiger, als ich dachte. Ich danke euch. Ich werde darüber nachdenken, was ihr gesagt habt. Was macht ihr da? Ich stelle Milch nach draußen. Ich vermisse es, eine Katze um mich zu haben. Aber ich befürchte, die Flüchtlinge haben sie alle verscheucht. Oder vielleicht sogar gegessen. Ich wollte euch übrigens danken. Dass sich jemand wie ihr in Kirkwall einen Namen machen konnte, hat viel für die Magier bewirkt. Ihr seid die Art von Anführerin, die wir brauchen, um der Welt kundzutun, dass wir uns nicht länger für unsere vom Erbauer gegebenen Gaben bestrafen lassen. Oh, ich liebe es, wenn ihr zu diesem hitzköpfigen Revolutionär werdet. Ich habe wirklich versucht, mich zurückzuhalten. Ihr habt gesehen, was ich diesem Mädchen beinahe angetan hätte. Ihr habt gesehen, was ich bin. Aber ich bin auch immer noch ein Mann. Ihr könnt mich nicht so reizen und erwarten, dass ich euch ewig widerstehen kann. Ich will überhaupt nicht, dass ihr mir widersteht. Das alles wird in einer Katastrophe enden, aber ich kann nicht ohne es leben. Wir könnten morgen sterben. Und ich will nicht, dass das geschieht, ohne dass ich euch zuvor gesagt habe, wie ich empfinde. Oh, ist es ein Gedicht? Ich hoffe, es ist ein Gedicht. Ich dachte, mit Gerechtigkeit sei dieser Teil von mir verloren gegangen. Ich kann euch kein normales Leben bieten. Wenn ihr mit mir zusammen seid, werden wir gejagt und gehasst. Die ganze Welt wird gegen uns sein. Falls eure Tür heute Nacht offen steht, werde ich zu euch kommen. Falls nicht, weiß ich, dass ihr meine Warnung endlich ernst genommen habt. Diese Reliquie, die ihr verloren habt, weshalb wisst ihr nicht, worum es sich dabei handelt? Guten Tag. Sie war in einem Kästchen. Und ihr habt es nicht geöffnet? Ihr konntet diesem Drang nicht widerstehen? Es war verschlossen. Das Kästchen war verschlossen. Das hat euch doch noch nie aufgehalten. Was wollt ihr von mir hören? Nichts. Ich finde es nur seltsam, das ist alles. Ich habe hier etwas, das euch gehört, Sarah. Ich habe meine Schulden dafür schon längst. Ihr, das alles ist allein eure Schuld. Eure und die dieses verdammten Varric Tessress. Ihr habt meine Söhne ins Verderben geführt. Ich weiß noch nicht einmal, wer ihr seid. Jevin, angesehenes Mitglied der Händlergilde der Zwerge. Aber natürlich hat das für euresgleichen nicht die geringste Bedeutung. Ihr müsstet schon ein wenig präziser werden. Ich bin an vielen Dingen schuld. Meine Söhne sind wegen der Geschichten über euch in den tiefen Wegen verschollen. Wegen eures verdammten Ruhms und eurer Schätze. Wagt es nicht, ihr die Schuld dafür zu geben.
Wir wissen beide, dass das Ivans Werk ist. Wenn euch irgendetwas an eurer Anstellung liegt, solltet ihr lieber den Mund halten, Frau. Eure Söhne sind erwachsene Männer. Es war ihre eigene Entscheidung. Es klingt, als wären eure Söhne zu dumm, um überhaupt eine Karte zu lesen. Sie sind sicher nicht weit gekommen. Meine Söhne sind nicht dumm. Vielleicht ein wenig töricht, aber nicht dumm. Ihr seid die Einzige, die weiß, wohin sie gegangen sind. Sie sind dem Weg gefolgt, den eure Expedition genommen hat. Bitte helft mir, sie zu finden. Lasst meine Söhne nicht da unten sterben. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um eure Söhne zurückzubringen. Warum freunde ich mich immer mit Leuten an, die ihre gesamte freie Zeit in den verdammten tiefen Wegen zubringen wollen? Hab Dank, Miss Herr. Diese Jungs sind mein Leben. Sie haben die tiefen Wege auf demselben Weg betreten wie ihr. Ich bitte euch, findet sie. Ich werde euch für eure Mühen belohnen. Eine Abenteurerin wie ihr hat doch bestimmt Verwendung für einen Schneider. Wollte sie Knöpfe? Muschelknöpfe, oder?